Wir spielen den Story-Modus, Leute, ihr kennt mich. Ich habe einfach bei sowas mehr Bock auf Story als auf alles andere. Outlast 2 enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Viel Spaß. Okay, es fängt an. Okay, das finde ich richtig cool geschrieben. Ich weiß, manche Leute würden darüber jetzt gar kein Wort verlieren. Aber wenn man das jetzt mal im Zusammenhang liest, finde ich das sehr cool geschrieben. Wisst ihr, wie ich das meine? Komm, ihr müsst verstehen, wie ich das meine. Niemand? Lynn Langerman ist eine Enthüllungsjournalistin, die den geheimnisvollen... Ist das noch zu laut? Nee, oder? Dieses viel Spaß am Ende. Ja, genau das. Geheimnisvollen Mord einer schwangeren Frau im ländlichen Arizona untersucht. Du bist Blake Langerman. Langermann. Ihr Ehemann, Assistent und Kameramann. Nimm alles auf. Ihr seid keine Kämpfer. Solltet ihr den Schrecken in dieser entlegenen Gegend begegnen, rennt weg. Versteckt euch oder sterbt. Zieht in den Ohren. Ja, das fand ich auch sehr ekelhaft. Gnade sei mit dir, aber Friede nicht. Knopf. Speichert. Bitte, Blake. Wenn die Englisch sprechen, muss ich das nicht vorlesen, oder? Ist eingeschlafen. Well, I had to get that hospital footage organized. You were calling out some other woman's name. What? In your sleep. Jessica, I think. You know a Jessica? Oh, no. I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Aber authentisch. Das stimmt. Dann muss ich auch authentisch lesen. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Wie er mit der Kamera nickt. Ach so, er hat gar nicht, es ist gar nicht aus Sicht der Kamera. Audio's gonna be crap. We'll have to... Whoa! The fuck? Fuck! Sorry about that. Left panel's a little soft, but well, we're good. Oh, that was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Ich habe alles von der Landschaft hinter ihr drauf. Red leather, yellow leather. Have a soup pie. Have a soup pie. Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim Jane Doe. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! Outlast 2. Es ist total normal, dass Schränke von selber aufgehen. Ich glaube, das sind wir, oder?
kann ich sprinten. Oder ich finde die Taste nicht. Ich muss mich noch ein bisschen an die... Es wird dunkel, ich will da nicht hin. Ich möchte hier im Licht bleiben, ist das okay? Die Tür geht doch gleich hinter... Okay, ich dachte, die Tür geht hinter uns zu. Jetzt kriege ich eine Gänsehaut, aber nur, weil es kühl gerade hier am Fenster wird. Chacho, die mich erschrocken, ey. Stimmt, das Wichtigste nach einem Absturz erstmal die Kamera auspacken. Oh. Fuck. Lynn? Lynn? Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Dass man sowas überlebt. She wasn't there. Lynn's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. Verdammter Gaffer. Okay, sie war nicht hier, sie könnte immer noch hier sein. Perfect pause. Das ist halt tatsächlich das, was ich aufgenommen habe. Keine Leichen, aber dann ist der Pilot ja auch nicht hier. Ups. Lauf halt auch immer ins Feuer. Pilot.
I don't even remember his name. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Oh, Jesus Christ, Lee. Ist das hier auch mit dem... Scheiße, ich habe hier auch das Problem mit der, mit den Akkus. Oh mein Gott, ich kann nach hinten gucken. Ich glaube nicht, dass das, dass diese Stadt gut ist. Hello? I'm lost and hurt. Hey, man. Oh, shit. Oh, shit, you're... This just happened. Geht man da wirklich klopfen? Unter dem Kreuz, ich guck gleich nochmal. Meine liebe, süße Ellie, ich kann nicht ertragen, was ich tat. Noch will ich von unseren Kleinen getrennt sein. Ich hoffe, du vergibst, dass ich dich verlasse, wie auch Gott mir diese letzte Sünde vergebe. Ich weiß, dass sie dargebracht werden mussten. Aber ich bin im Inneren zerrissen und kann nicht mehr leben. Ich hoffe, das Ende kommt bald und bringt uns zusammen. Außer Gott verbrennt mich auf ewig für diese Sünde. Ich hoffe, dass du bis zu jenem Tag Trost in den Armen, Papa... Norths findest. Für immer dein Tom. Ich habe irgendwas nicht gefunden. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Hallo? Wieso soll ich mich jetzt zur Seite lehnen? Da steht jemand. Da steht noch jemand. Ja, scheiße, und was soll ich jetzt tun? Kennt ihr das? Das ist wie mit einer Spinne. Es ist schlimm, wenn man sie sieht, aber es ist noch schlimmer, wenn man sie dann nicht mehr sieht.
Soll ich dem Hallo sagen? Hi. Warum geht er? Sehe ich so scheiße aus? Ich bin dafür, ich bleib hier jetzt einfach. Ich finde, wir haben ein schönes neues Zuhause gefunden, oder? Der steht doch gleich hinter mir. Mister, lassen Sie mich rein. Hä, wo ist der hin? Lieber Vater, der Herr segnet mich weiterhin mit Visionen und ich bin mir sicher, dass der Feind jeden Tag näher kommt. Gut, dass die Cam waterproof ist. Ich schrubbte den Boden in Daniels Zimmer, als der heilige Engelschor in mir aufstieg und mir wahre Sicht verlieh. Ich sah ein Geschöpf gleich der brennenden Sonne, doch mit Reihen und Reihen von Zähnen. Von ihm hinab hingen Glieder, die ich erst für Arme hielt, doch die Gemächte waren, die standen bereit zur Zeugung. Bitte was? Und als dieses Sonnenmonster sank, was? Darf ich sowas vorlesen auf Twitch? Es die Erde und im Feuer gebar einen großen, buckeligen Schrecken. Ich war erfüllt von derselben Furcht, so groß ich konnte weder atmen noch mich bewegen, und ich sah mich selbst, wie vor Jahren Daniel mit Lauge blendete und versuchte zu weinen, doch ich konnte nicht. Doch als ich erwachte, fand ich mich feucht, lüstern, sehnte mich nach einem Mann in mir. Und das Gefühl war nicht anders als die Furcht. Ich versuchte mich durch deine Lehre zu trösten. Angst ist gleich Freude in den Wegen des Herrn. Doch würde ich mich wohler fühlen, hätte ich dich in mir und ein Gebet im Herzen, auf das der Antichrist in mir erschlagen werde. Das treueste deiner Schafe in heiliger Sehnsucht, Lisa. Da stand am Anfang sexuelle Inhalte, viel Spaß. Forgot about it. Aber die haben eine schöne Handschrift. Besonders haben die alle dieselbe Handschrift. Dieses Bild.
Och Mann, wieso habe ich vorgeschlagen, dass wir Outlast spielen? Ich bin momentan so ein Schisser. Ich hätte Bock auf was Chilliges gehabt und schlag Outlast vor. Da bin ich halt auch einfach selber schuld. Weil du Bock auf Selbstfolter hast, eigentlich momentan nicht so, nee. That's fucked up. Tragedy wall, topped with barbed wire. I could feel tension in my skin. Somebody watching me. Nicht mehr. Du hast doch gerade erst angefangen. Ja. Das ist ja das Schlimme. Als wenn ich als erwachsener Mann da durchpasse, wenn ich in die Hocke gehe. Hör auf mit der Musik! Ich guck nicht zur Seite. Ich guck nicht zur Seite. Okay, ich renne. Klage der Hebamme. Okay, das scheint ein Lied zu sein. Das Kind ist kommend, bereit, das Messer macht. Das Kind ist kommend, Hebamme der Nacht. Mutter, die den Feind gebart. Gottes Welt durch Sünd bewahrt. Halleluja, halt die Flut, das Warten endlich sich gelohnt. Des Morgens wird des Feindes Blut. Vergossen hier, wir sind sein verschont. Das Kind ist wächst, ihr Leib schwillt an. Das Kind ist wächst, der Höll gesandt. Ezekiel ruft und schärft die Klinge, kniet, betet frohe Dinge. Neues Lieblingslied. Och, können die bitte wenigstens mit der Musik aufhören? Familiar smell, almost sweet. They killed their children. What an
Oh mein Gott. Wenn ich jetzt gleich lossprinten muss, während meine Kamera fast leer ist, heule ich. Auch ziemlich geil. Ich spiele auch im Story Mode, also damit ich mich nicht so über die anderen Events aufrege, spiele ich im Story Mode. Ich glaube tatsächlich zum Beispiel auch die ersten, die wir da gesehen haben, die Typen, die hätten mich auch angegriffen, wenn ich nicht im Story Mode gespielt hätte. Ich glaube, ich muss bei den anderen Runden Dingsens vorsichtiger sein. Kann es sein, dass es viel mehr Batterien in dem Teil gibt als in dem ersten? Es wäre fieser, wenn du es einfach getan hättest, ohne es zu erwähnen. Ich kann keine weiteren Verbände mehr tragen. Blockiert. Schade aber auch. Da hätte ich reingewollt. Ich bin zu nett. Oh, ich krieg bei solchen Spielen immer so eine Gänsehaut und das, obwohl es hier drin warm ist. Obwohl, da ist es kalt, weil da das Fenster ist und da ist es warm. Ich habe unser neues Zuhause gefunden. Du hast mehrere Klimazonen in deinem Zimmer? Ja. Oh, ich warte nur darauf, dass uns jemand von hinten packt, wenn wir irgendwo so durchkriechen. Kapitel 8. Und dein Volk führte Krieg auf den Feldern meines Sohnes in Eretz Israel. Mein Land liegt wüst, doch meine Saat hält Stand gegen Babylon und das assyrische Reich und
Hippodrom. Doch gefallen an den Muselmann, enttäuscht in den Kreuzzügen und verraten zur Zeit der pharisäischen Zöllner. Baruch, Sohn des Neria, schrieb die Worte des weinenden Jeremia nieder, die Propheten weissagen falsch und die Priester herrschen in ihrem Amt. Und mein Volk hat's gern so. Sei belehrt. Oh, dieser Name ist so schwer auszusprechen. Ezekiel, ehe sich mein Herz von dir wendet, lass dein Gesicht nicht unbeschnitten. In deiner Jeremiade wirst du nicht nur Tränen weinen müssen, selbst Blut musst du weinen. Und Sullivan Knuth schrieb seinen Namen als... Dieses Spiel mobbt mich. Ezekiel, das wird mit Sicherheit anders ausgesprochen. Auf das Banner der Ewigkeit mit eiserner Klinge schrieb er I in sein Auge und es war geöffnet und blutete und sein Gesicht war gewaschen von Tränen und Blut. Ezekiel, okay. Also sprach der Herr, jetzt werde ich dir die Wahrheit zeigen, denn du schnittst in dein eigenes Gesicht im Bunde mit mir. War das gerade unsere Frau? Und der Herr sprach, es war nicht dein Auge, das du herausgeschnitten hast, sondern deine eine Schuppe, die du für ein Auge hieltst. Und nun kannst du sehen. Okay. Weisheit des Tages. Schneidet euch das Auge raus, dann könnt ihr sehen. Be dead? Okay. Oh, diesmal sogar mit Deckel. Geil. Ich kann diesmal nicht rauslugen, weil da ein Deckel drauf ist. BB Nico. Wieso kann ich das Radio nirgends anmachen? Alle Tonnen findest du sicherlich in dem Game. Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Weiß jemand, wie lange das Spiel geht? Sind wir fast durch? Ja. 20 Stunden, ehrlich, so lange? Weiß jemand ernsthaft, wie lange das Game geht? Das würde mich mal interessieren. Ich habe mir jetzt bitte kein 20-Stunden-Game geholt.
Wait, was ist das? Wieso ist der Himmel so hell? Wieso kann ich... Ich kann mich nicht bewegen. Ja, ein bisschen länger, wenn sie jede Tonne bewohnt. Da ist ein Regenbogen. Wie verhalte ich mich hier denn jetzt? Dreht er jetzt hier seine Runde? Weil ich warte gerade eigentlich darauf, dass der gleich wieder hierher kommt und der seine Runde dreht. Weil dann wäre das blöd, wenn ich da jetzt gerade langlaufe, aber... Vielleicht dreht er seine Runde auch gar nicht. Oh mein Gott! Er weiß nicht, dass ich hier bin. Nein! Renn doch!
Gronkh braucht für solche Games. Und du meinst, ich bin schneller? Aber wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wait, da kann ich rein. Aber wo ist er jetzt? Das ist, glaube ich, auch nur einer. You don't see me.